Herr Erbrandt, lobenswerterweise haben Sie ja angesprochen, dass wir wirklich eine Wirtschaftswende brauchen. Und da sind wir mit Ihnen völlig einer Meinung. Und wir finden das auch sehr lobenswert und anerkennenswert, dass die FDP ungefähr jede Woche einen Präsidiumsbeschluss macht, was da erforderlich ist, Dynamisierungspakete und was alles für die Wirtschaftswende kommen muss. Vieles davon teilen wir, das unterstützen wir auch ausdrücklich. Das Problem ist nur, Sie sind Teil der Regierung. Und Sie müssen mal irgendwann jetzt liefern. Wenn der Problembefund so dramatisch ist, wie wir das hier fast einhellig ja zu Anfang der Debatte festgestellt haben, dass wir in allen internationalen Rankings mittlerweile Schlusslicht sind, dass Unternehmen und Arbeitsplätze damit vor allen Dingen in Massen mittlerweile unseren Standort verlassen, welche Kapital- und Investitionsabflüsse wir zu verzeichnen haben. Und ich glaube, darüber sind vor allen Dingen wir, Union und FDP, uns ziemlich einig und bestreiten diese Analyse überhaupt nicht. Auch der Bundesfinanzminister spricht das ja regelmäßig an. Dann muss man allerdings sehr ernsthaft von Ihnen verlangen, dass Sie jetzt auch wirklich in dem Thema liefern. Und dazu haben Sie heute kein Wort und keinen Satz gesagt. Sie können gerne sagen, dies und jenes an dem Unionskonzept gefällt mir nicht. Und ich hätte das auch noch anders und dies noch ein bisschen anders. Ich habe von Ihnen aber heute nichts Konkretes dazu gehört, was eigentlich Ihr Konzept ist. Und eben kam der Satz, ja, die Union, warum kommt die erst nach 3 Jahren mit diesem Unternehmenssteuerkonzept und bringt es in den Bundestag ein? Okay, Vorwurf kann man annehmen, nur wir sind die Opposition. Sie sind die Regierung. Sie müssen doch längst liefern. Und zwar nicht nur Anträge, Sie müssen hier konkrete Gesetze vorlegen. Stattdessen gucken Sie sich an, wie dieses Land sachte vor die Hunde geht. Wir haben im letzten Jahr Wachstumsrückgang gehabt, Schrumpfung. Wir sind in diesem Jahr Schlusslicht in Europa und weltweit. Bei weltweitem Wachstum von über 3% hat Ihnen der Kollege eben vorgerechnet, Fritz Günzer. Sind wir schlusslich mit vielleicht plus 0,3. Und wir haben einen Wirtschaftsminister, der hat vor einem Jahr ja noch Steuererhöhungen gefordert für die Unternehmen. Mittlerweile hat er geschnallt, dass die Steuern runter müssen. Und zur Feier seiner eigenen Prognose, dass er jetzt feststellt, das Wirtschaftsministerium hat errechnet, dass das Wachstum vielleicht in diesem Jahr 0,1% höher ausfallen könnte, bestellt er gleich eine Pressekonferenz in sein Haus ein. Ich weiß nicht, ob es das in dieser Republik überhaupt je gegeben hat. Das ist doch der Hammer. Ein Wirtschaftsminister, der die ganze Hauptstadtpresse in sein Haus einbestellt, um zu verkünden, dass das Wirtschaftswachstum 0,1% besser ausfallen könnte. Ich finde es den Hammer. Ich kann es gar nicht sagen. Das ist der Oberkracher. So, und jetzt kommen wir mal zu dem Punkt, Sie würden hier, und das muss ich aber echt, es ist wirklich der Oberkracher, Sie würden, was Sie alle schon Tolles gemacht hätten, was Sie erleichtert hätten, steuerlich und sonst was. Das Einzige, was Sie hier durchgesetzt haben, und das haben Sie nicht mal vollständig durchgesetzt, ist, dass Sie so ein bisschen die Steuersätze, den Grundfreibetrag, dazu sind Sie übrigens von Verfassungswegen gezwungen, dass Sie den angepasst haben an die Inflationsentwicklung. Das ist es dann allerdings auch. Dann ist die Party weitestgehend beendet. Was Sie ansonsten gemacht haben, und das will ich Ihnen jetzt mal klar und deutlich sagen, Sie haben völlig schwachsinnige Diskussionen um eine Gasumlage, also um eine Gaspreiserhöhung hier durchgeführt, als wir die Energiekrise hatten. Und am Ende haben Sie nach 3 Monaten dann festgestellt, das Konzept ist völlig hirnrissig. Herr Habeck hat es wieder eingeholt und hat gesagt, wir brauchen eine Gaspreisbremse, um die Verbraucher zu schonen. Dann haben Sie hier schwachsinnige Debatten geführt um einen Industriestrompreis, den der Bundeskanzler vor der Wahl versprochen hatte. Jetzt haben Sie gar nichts geliefert und unsere energieintensive Industrie wandert vom Standort Deutschland ab. Das ist die Wirklichkeit. Sie haben ein Heizungsdesaster hier veranstaltet. Ein Heizungsdesaster. Nein, weil Sie immer damit kommen, das wären irgendwie die Vorgängerregierungen gewesen, die jetzt für die schlechte wirtschaftliche Entwicklung verantwortlich sind. Nein, das ist Ihre Regierung und das Chaos, was Sie permanent veranstalten.
Das Heizungsdesaster hat dazu geführt, dass am Ende kein Mensch mehr in eine Wärmepumpe investiert hat. Das ist doch die Wirklichkeit. Sie haben das Gegenteil dessen erreicht, was Sie erreichen wollten. Sie haben die Kernkraftwerke abgestellt und haben damit den Strompreis nach oben getrieben. Da sind wir uns sogar mit der FDP, Ihrem Koalitionspartner, einig. Sie haben ein Digitalministerium, ein eigenes Digitalministerium versprochen, damit das alles schneller läuft. Nichts ist passiert. Die Zuständigkeiten sind weiter völlig zersplittert. Sie kommen in dem Thema keinen Zentimeter weiter. Der Finanzminister, dankenswerterweise hört er sich diese Debatte an, fordert regelmäßig immer wieder eine Reform des Bürgergelds. Was passiert bei Ihnen? Gar nichts. Der Lohnabstand wird immer kleiner. Er müsste größer werden. Er wird in Ihrer Regierungszeit immer kleiner. Die Zahl der Bürgergeldempfänger steigt. Effektive Sanktionen gibt es praktisch gar nicht. Und da bin ich jetzt auch bei dem Punkt, Sie machen das ja so toll mit der Fachkräftezuwanderung. Gucken Sie sich das doch mal an, wie das in der Wirklichkeit läuft. Die Fachkräftezuwanderung, die Sie organisieren, ist in erster Linie eine Asylzuwanderung. Und die findet leider bedauerlicherweise überwiegend ins Bürgergeld statt. Sie kommen keinen Zentimeter weiter. Sie müssen jetzt dringend, und zwar ganz dringend, liefern. Vielen Dank.